Werder Bremen geht neue Wege, meine Damen und Herren. Eine Saisoneröffnungsfeier sollte her. Und in diesem Jahr fand sie das erste Mal im Hause Mercedes statt. 500 Gäste, Sponsoren, Angehörige des Vereins, Prominente aus Politik, Wirtschaft und Sport waren anwesend. So auch wir mit unseren Kameras. Großer Bahnhof für den SV Werder, meine Damen und Herren. Im Mercedes-Kundenzentrum hatte der SVW zum ersten Mal überhaupt in seiner Vereinsgeschichte zur Saisonpremierenfeier geladen. 500 Gäste aus Sport, Wirtschaft, Politik sowie Freunde des Vereins und Stiefsponsoren durften gespannt sein, wie sich das Team für die Saison 98-99 präsentieren würde. Wie gesagt, auch die politischen Vertreter der Stadt waren geladen. Hier begrüßt durch den Vorstand Manfred Müller und Klaus-Dieter Fischer. Auch die Vertreter des langjährigen Werder-Sponsors Puma waren selbstverständlich anwesend. Die Stimmung war prima und fürs leibliche Wohl wurde durchweg gesorgt. Nach dem Begrüßungssekt ging man dann direkt voran zum eigentlichen Ort des Geschehens, nämlich in die große Halle des Kundenzentrums von Mercedes. In einem wahren Kraftakt übrigens hatte man es noch geschafft, die Halle für den heutigen Abend zurechtzumachen. Musikalische Untermalung bot die Jazzband des SV Werder Bremen. Selbstverständlich waren auch die Vertreter der Amateurabteilungen anwesend. Hier sehen wir die Tischtennisspieler und Handballer vereint mit den Schachern. Die Begrüßungsrede für den heutigen Abend, die hielt Klaus-Dieter Fischer. Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie auch im Namen meines Kollegen Manfred Müller zu einer Premiere. Wir haben als Sportverein Werder zum ersten Mal eine solche Saisoneröffnungsfeier geplant. Und um es mit einem Werbeslogan zu sagen, wir haben es geplant, weil wir gierig sind wieder auf Bundesliga-Fußball. Und wir wollten Sie daran beteiligen, meine Damen und Herren. Und deshalb haben wir all die Gruppierungen heute Abend eingeladen, die wir brauchen, die uns unterstützen in unserem Weg im nächsten Jahr, in der nächsten Saison durch die Bundesliga. Klare und erfrischende Worte von Vize Fischer also, die sich jeder wahrscheinlich sehr zu Herzen nehmen wird für die kommende Saison. Und dann kam man zum ersten Höhepunkt des Abends. Puma präsentierte seine neue Kreation für die Saison 98-99 und das mit Stil. Diese Vorführung fand mit Sicherheit auch das Präsidium prima. Und dann ein weiteres Highlight. Die neuen Trikots für die kommende Saison wurden präsentiert. Stilgerecht natürlich, aus dem Nebel, in Traumkarossen, kamen unsere drei jungen Profis in die Halle kutschiert. Hier sehen wir Mike Barton. Eingerahmt von zwei bildhübschen Mädels präsentiert er das Trikot für die Heimspiele des SV Werder. Gleich im Anschluss Raphael Wicki, der das Saisontrikot für die Auswärtsspiele anhatte. Den Abschluss schließlich bildete Thorsten Frings im schwarzen Ausweichtrikot für die kommende Saison. Manager Willy Lemke jedenfalls war sehr angetan von dieser prima Präsentation. Und wir wollten Ihnen natürlich nach dem reichhaltigen Buffet auch einige Interviewpartner liefern. Ja, Dieter Budenski, so eine schöne Eröffnungsfeier hat Werder Bremen ja noch nie gemacht. Wie hat es Ihnen gefallen? Sehr gut. Ich meine, das Umfeld ist fantastisch. Wenn man so anfängt, wenn das so weitergehen würde bis zum Ende, wäre es natürlich fantastisch. Und der Anfang ist gemacht und jetzt ist die Mannschaft dran, das weiter umzusetzen bis zum Schluss, bis zum Ende der Saison. Wir haben es ja in dieser Form zum ersten Mal gemacht, dass wir eine solche Saisoneröffnung machen. War wichtig auch für, wie man das so schön deutsch sagt, Corporate Identity, für den Zusammenhalt des Vereins mit unseren Sponsoren. Ja, die Präsentation war sehr, sehr gut. Auch das neue Trikots. Und sonst gefällt mir sehr, sehr gut. Ich hoffe, dass wir in den Trikots endlich wieder an die erfolgreichen Zeiten anknüpfen, die wir früher hatten. Ja, das, was bislang passiert ist, hat mir recht gut gefallen. Es ist sicherlich eine recht imposante Geschichte und da mag der eine oder andere denken, das passt vielleicht nicht unbedingt zum Fußball, aber
Wir leben in einer Zeit, in der Kommerzialisierung und Sponsoring und so immer wichtiger werden, und da ist das sicherlich fast notwendig, sowas zu machen. Wir sind mal einen neuen Weg gegangen mit dieser Veranstaltung. Wir haben sicherlich hier etwas mehr Professionalität jetzt reingebracht in den Saisonauftakt für uns. Bisher war das eigentlich nur das Mannschaftsfoto, und das war dann der Saisonauftakt. Sie sind ja sicher genauso wie wir auch überrascht gewesen über diese schöne Eröffnungsfeier. Nein, nicht überrascht. Im Gegenteil. Also das einzige Überraschende war, dass das 1998 erst zum ersten Mal stattfand. Ich hätte mir das früher gewünscht. Aber wenn es stattfindet, dann wusste ich ganz genau, der SV Werder kann das organisieren. Und zum Zweiten weiß ich natürlich auch, dass das Haus Mercedes immer die Räumlichkeiten hat, um einen ordentlichen Rahmen zu schaffen. Das sind 300 Mark. Für 250 Mark könnt ihr sie kaufen. Ja. Selbstverständlich hat eine solche Feier auch eine Verlosung. Aber dass Wolfgang Barkhausen gerade in der notleidenden Presse die letzten Lose anbot, naja. Der Erlös übrigens kam dem französischen Polizisten, der von deutschen Hooligans verletzt wurde, zugute. Wie gesagt, die Stimmung war prima unter den Gästen. Und auch unsere Werder Bremen Jazzband trug einen gehörigen Teil dazu bei. Wie Klaus-Dieter Fischer in seiner Begrüßungsrede schon sagte, es war die erste Saisoneröffnungsfeier des SV Werder. Und wenn sich die gute Stimmung, die an diesem Abend hier weitgehend herrschte, auf die Mannschaft zu übertragen ist, dann sehen wir wirklich einer prima Saison entgegen.